Hallo da draußen, hier geht es um Ihre Gesundheit, Ihrem höchsten Gut. Und das ist nicht einfach so, wie wir es hier und da vielleicht mal etwas leichtfertig und oberflächlich dem anderen wünschen, sondern es geht um Ihren ganz konkreten Schutz vor schweren Erkrankungen. Es geht um moderne Heilungsmöglichkeiten, die fundiert sind und weltweit vielfach bereits erfolgreich angewendet werden. Höchstwahrscheinlich kennen Sie diese Möglichkeiten noch nicht. Es geht ja darum, dass Sie sie erfahren und dass Sie kennenlernen, wie Sie ein Leben lang ohne Krankheiten gut leben können. Das gilt auch für Sie, die schon einmal einen schweren Schlag vielleicht gegen Ihre Gesundheit erleiden mussten und selbst und lebensbedrohlich krank waren. Natürlich gilt das auch für Sie, die sich davor bisher erfolgreich schützen konnten. Wenn Sie wissen wollen, wie das für Sie alle geht, dass Sie ein Leben lang gegenüber den Erkrankungen als Sieger hervorgehen, dann sind Sie hier richtig. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie vorgehen müssen und dabei ohne Risiken oder Gefahren zu Folgeerkrankungen zu den Siegern zu gehören, dann sind Sie hier richtig. Mein Informationsdienst, er heißt Agilsmart, ist jedoch keine medizinische Beratung und ersetzt auch nicht Ihren eventuell notwendigen Arztbesuch. Der Informationsdienst bietet einfach den Zugang zu Wissen über geeignete Methoden und gesundheitsorientiertes Verhalten. Und damit können Sie Sieger über die bedrohlichen Krankheiten werden. Ehe ich Ihnen jetzt gleich aufzeige, wie Sie das sofort für sich selbst nutzen können, für eine gute und wertvolle Lebensqualität, lassen Sie uns noch einmal aufzeigen, in welchem Dilemma wir uns eigentlich derzeit befinden, wenn wir gesund bleiben wollen. Auf medizinischem Gebiet, also das, was das Leben betrifft, was unser Leben betrifft, sehen wir vier hauptsächliche Bedrohungen der Gesundheit. Das sind erstens Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zweitens ist das Krebs, drittens sind es Infektionen und viertens sind es die Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Diesen vier Hauptbedrohungen und damit häufigsten Todesfallursachen stehen Sie bei allem Ernst recht hilflos gegenüber. Machen Sie sich das bitte klar, das ist Ihre Realität. Sie mussten sicher auch schon selbst viele Fälle kennenlernen, wo Menschen den Kampf gegen diese Krankheiten verloren haben. Eventuell waren es Menschen aus ihrer engen Umgebung, die diesen Kampf mit dem Leben bezahlen mussten. Diese sind offensichtlich Opfer der Krankheit selbst oder der Nebenwirkungen und Gefahren der Behandlung geworden. Patienten, die Medikamente gegen ihren Bluthochdruck einnehmen, haben dabei auch schwere Nebenwirkungen durch deutliche Schwächung der Herzleistung zu befürchten. Das steht in den Beipackzetteln der Arzneimittel. Die Menschen erhoffen sich durch die Medikamente eine erfolgreiche Behandlung ihres Blutdrucks und bekommen als Nebenwirkung Folgeerkrankungen, vielleicht mit Atherosklerose, eine sehr gefährliche und zunächst unbemerkte Erkrankung, die nicht selten zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führt. Dabei gibt es längst ein Verfahren mittels eines von jedermann handhabbaren, ich sage mal armbanduhrähnlichen Gerät, das mit zweimaliger täglicher Anwendung, zum Beispiel meinem morgendlichen Zeitungslesen oder Frühstücken, innerhalb von 2 Wochen wahrscheinlich Abhilfe schaffen würde. Mit diesem kleinen Gerät, das am Armband getragen wird, sind keinerlei Gefahren und Risiken zu Folgeerkrankungen zu befürchten. Denken Sie nach, ob Sie schon einmal davon gehört haben. Ich denke, dass es nicht der Fall ist. Und warum ist es Ihnen nicht bekannt? Bei der Behandlung von Krebskranken ist es die Chemotherapie, die häufig zu einer Fülle von Folgeerkrankungen und starken Beeinträchtigungen der Lebensqualität während und nach der Behandlung führt. Dabei steht schon lange ein Verfahren zur Verfügung, mit dem in einer Stunde der Tumor hundertprozentig mit all seinen Tumorzellen komplett zerstört werden kann. Alles ohne Schmerzen, Gefahren und Risiken für den Patienten. Präzise, sicher und schnell
In nur einer Stunde während dem Anhören seiner Lieblingsmusik wird das Krebsproblem für den Patienten gelöst. Längst im Einsatz und für Sie verfügbar, auch in Deutschland. Aber Sie wissen davon vielleicht nichts. Warum ist das den Krebspatienten nicht bekannt oder denen wird gesagt, dass das Verfahren für sie ungeeignet sei? Bei den Infektionserkrankungen, übrigens Nummer 3 der Todesfallursachen in Deutschlands Krankenhäusern, sieht es nicht viel anders aus mit riesigen Nebenwirkungen und Gefahren zu Folgeerkrankungen. Die unselige, fast hundertprozentige Orientierung in Deutschland auf Antibiotika gegen Infektion hat offensichtlich längst in die Sackgasse geführt. Die Antibiotika haben eine schlechte Effektivität für die Heilung und bringen ein hohes Risiko zu Folgeerkrankungen mit. Eine Sepsis, das heißt Blutvergiftung mit Bakterienbefall, kann schnell zur Amputation eines Beines oder einer anderen Extremität führen, wenn man nicht das längst erforschte Frequenzverfahren kennt. Fast jedermann kann es vor einer drohenden Amputation anwenden, ohne Risiko. In 20 bis 30 Minuten mittels einfacher Frequenzbehandlung wird das Milieu der Parasiten, und das sind hauptsächlich Bakterien, im menschlichen Körper so beeinflusst, dass die Parasiten das Weite suchen oder zerstört werden. Völlig ohne Gefahren oder Risiken. Hätten Sie es gewusst? Menschen, die es im wichtigen Moment gewusst haben, konnten sich der Amputation ihres Beins entziehen und die Sepsis somit überwinden. Bei der Behandlung von Schmerzen im Bewegungs- und Stützapparat scheint es in Deutschland fast nur Methoden zu geben, die für die Patienten riskant und gefahrenvoll sind. Denken wir an die viel zu häufigen Operationen der Wirbelsäule oder den operativen Einsatz künstlicher Gelenke. Denken Sie an die Medikamente, die zu unerwünschten Nebenwirkungen und Folgeerkrankungen führen und stets nur den Schmerz als Symptom betrachten. Die Ursachen der Schmerzen werden dabei außer Acht gelassen. Mit einem nur münzgroßen Miniaturgerät kann sich der Schmerzpatient vielleicht selbst helfen, indem er damit effektiv gegen Schmerzen und deren Ursachen vorgeht. Und das ohne Beeinträchtigung des normalen Tagesablaufs. Sie werden es schon ahnen, auch ohne Risiken und Gefahren zu Nebenwirkungen und Folgeerkrankungen. Wahrscheinlich kannten Sie dieses Verfahren bis heute nicht. Warum ist es Ihnen bisher unbekannt geblieben? Hatten Sie bisher noch keine Schmerzen? Als klinischer Strahlenphysiker sind mir aus meiner über 35-jährigen Berufspraxis viele dieser Probleme bekannt. Es gibt humane Methoden zum Schutz vor und Heilung von Erkrankungen, nur sind diese nicht ausreichend bekannt. Ich bin seit vielen Jahren bei meiner Tätigkeit aktiv suchend nach geeigneten Lösungen dieses Problems. In einigen Büchern biete ich als Autor solche Lösungen bereits an. Ebenso konnte ich durch mehrere Geräteentwicklungen oder Methodenentwicklungen gemeinsam mit international bekannten Wissenschaftlern und Ärzten für eine relativ große Anzahl von Patienten hilfreich und erfolgreich sein. Diese Patienten genießen dank dieser Entwicklung schon bereits längere Jahre gute Lebensqualität ohne Erkrankung. Ihr Schutz vor Erkrankungen ist sehr effektiv und sollte sich einmal eine Erkrankung einstellen, dann wissen Sie aufgrund Ihrer guten Informationslage, wie es für Sie möglich ist, ohne Risiken und Gefahren und ohne Schmerzen diese Krankheiten zu besiegen. Mit meinen Bemühungen und geringfügigen Leistungen ist es nicht getan, die vier Hauptbedrohungen der Menschen auf medizinischem Gebiet zu besiegen. Wussten Sie eigentlich, dass das weltweit verfügbare medizinische Wissen sich alle 5 Jahre verdoppelt? Das ist das Ergebnis von weltweit Zehntausenden fleißig arbeitenden Wissenschaftlern und Ärzten. Alle 5 Jahre verdoppelt sich das medizinische Wissen. Dabei geraten die von den Krankenkassen angebotenen Leistungen gegenüber dieser Entwicklung weit, weit und immer weiter ins Hintertreffen.
Wussten Sie eigentlich, dass die Leistungskataloge unserer gesetzlichen und privaten Krankenkassen seit 1985 quasi nicht erweitert wurden? Was folgt aus diesem Widerspruch zwischen Stillstand der angebotenen Leistungen und den sich rasant entwickelnden Erkenntnissen? 1985 waren es noch so gut wie alle Methoden, also annähernd 100% von denen, die weltweit bestanden, im Angebot der Krankenkassen. Also 1985 war das komplette Programm im Angebot. So ungefähr. Mit jeweils 5 Jahren halbiert sich der Anteil der angebotenen Leistungen gegenüber dem Gesamtwissen seitdem. So waren es schon 1990 nur noch 50%. Und wie Sie sich ausrechnen können, sind es in diesem Jahr weniger als 2%, die gegen Krankheiten von Kassen zur Verfügung gestellt werden. Sie können sich selbst ausrechnen, was in 10 Jahren sein wird. Rechnen Sie nicht damit, dass die Verhältnisse sich von selbst bessern. Darauf brauchen Sie nicht zu warten. Ich will nicht weiter auf die Gründe dafür eingehen und hier nur diesen Sachverhalt beschreiben. Wie geht es weiter? Die schlechte Nachricht ist, dass Ihnen über die Krankenkassen, gesetzlich oder privat, über 98% des verfügbaren Wissens auf medizinischem Gebiet vorenthalten werden. Damit können Sie als gesundheitsbewusste Menschen nicht zufrieden sein, die Sie ja Ihr Leben aktiv und lebenswert gestalten wollen. Die gute Nachricht ist, dass Sie mit relativ einfachen Mitteln für sich und Ihre Lieben aus diesem Dilemma herauskommen und sehr wohl ein Leben ohne Krankheiten erreichen können. Lösen Sie also das Problem des Geschwindigkeitsunterschiedes zwischen dem Schneckentempo des verfügbaren Angebots und dem Raketentempo der sich entwickelnden Methoden für sich selbst. Es geht. Die gute Nachricht ist ganz einfach formuliert und auch einfach und sofort zu Ihrem Wohle einsetzbar. Sie brauchen nämlich nur durch eigene Initiative die Informationen zu erhalten und aufzunehmen, die notwendig sind, um die Krankheiten ohne Risiken und Gefahren zu besiegen. Diese Informationen führen bei Ihnen zu wertvollem Wissen, welches unter bestimmten Umständen für Sie lebenswichtig werden kann. Über die Informationen, die ich Ihnen geben kann, erlangen Sie das notwendige wertvolle Wissen und damit die Fähigkeit und Freiheit, den richtigen Weg zu wählen. Und so gehen Sie im Kampf gegen die Erkrankung als Sieger schließlich hervor. Wenn Sie sich also meines Informationsdienstes Agilsmart bedienen, erringen Sie einen lebenswichtigen Vorteil für sich selbst. Nehmen Sie einfach teil an meinem Informationsdienst Leben ohne Krankheit. Ich kann Ihnen nur empfehlen, bleiben Sie am Ball für Ihr Wohlbefinden. Informieren Sie sich auf dem Gebiet medizinischer Methoden ständig und lassen dabei mit Ihren Aktivitäten nicht nach. Da Sie das selbst und allein nicht bewältigen können, stehe ich Ihnen hilfreich zur Verfügung. Ich helfe Ihnen beim Informieren. Ich sorge für Informationen, für Ihre Chancen, für die Absicherung Ihrer Lebensqualität. Dabei entscheiden Sie selbst für sich auf der Basis Ihres Wissens. Das ist Ihr Vorteil gegenüber denjenigen, die uninformiert bleiben. Ich will nicht sagen nur so, aber auch so erreichen Sie für sich lebenswerte Lebensqualität. Was haben Sie jetzt und sofort zu tun? Werden Sie Abonnent meines Infodienstes Agilsmart
und Sie erhalten von mir wunschgemäß regelmäßig die lebenswichtigen Informationen. Für Ihre Lebensqualität kann das höchst wertvoll sein, immer Bescheid zu wissen, ich bemühe mich für Sie mit Recherchen, Kongressbesuchen und Interviews von Wissenschaftlern und Entdeckern die Informationen beizuholen und für Sie aufnahmebereit aufzubereiten. Sie werden diese Informationen schnell in Wissen umwandeln können, egal ob Sie Laie, also medizinischer Laie oder Arzt sind. Meine Darstellungen in den Informationsbeiträgen sind für jeden Interessenten einfach zu verstehen. Das Einholen und Auswerten der geeigneten Methoden erfordert jedoch auch erheblichen Zeitaufwand für mich und die Experten, mit denen ich kooperiere. Deshalb kann der Infodienst nicht kostenlos geboten werden. Jedoch gemessen am Wert Ihres dadurch ermöglichten Wissens für Ihre Lebensqualität ist der erforderliche Beitrag gering. Im ersten Monat ist der zu zahlende Beitrag lediglich 1 Euro. In den folgenden Monaten sind es nur 7 Euro. Bedenken Sie dagegen die Chance zu einem Leben ohne Krankheit. Wie viel ist Ihnen das wert? Der zu zahlende Beitrag ist nur deshalb so gering, weil der Infodienst schon von sehr vielen Interessenten genutzt wird. Klicken Sie also auf den Button rechts oben und gelangen zu Ihrer Bestellung des Abonnements. Sofort bekommen Sie zunächst täglich in aufeinanderfolgenden Tagen Informationen, die zur Verbesserung Ihrer Wissensbasis beitragen. Nachdem Sie diese Wissensbasis nach dem 20. Tag erreicht haben, erhalten Sie meinen Informationsdienst mit weiteren, dann aktuellen Informationen nur noch wöchentlich. Ich mache es Ihnen also einfach und leicht, dass Sie immer am Ball bleiben können in Sachen Leben ohne Krankheit. So verfügen Sie über die lebenswichtigen Informationen und wissen jederzeit Bescheid. Bestellen Sie jetzt und begeben sich damit sofort auf den Weg zu realen Chancen, ein Leben ohne Krankheiten zu führen.